Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Infamous Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut über Games Review und ich habe absolut gar keine Ahnung, was ich überhaupt machen soll. Deswegen gucken wir kurz mal. Die Verstärkung müssen wir töten, die da rummacht. Warten, bis er sich wieder ein bisschen regeneriert hat. Bisschen Cheater-Kram, aber damit kann ich wunderbar leben. Oh shit, oh shit. Wir warten jetzt ein wenig, wir warten jetzt ein wenig. Oh fuck. Drecksau. Okay, okay, okay. Es wäre eventuell ganz gut, wenn wir gucken, dass wir da rüberkommen. Kurz mal ein bisschen aufzuladen. Uah. Scheiße mit den Granaten, ey. Die werfen vor allen Dingen auch gar nicht so schlecht. Kleinen Säue. Weißt du, bist da drin. Können wir den kaputt machen? Wir haben alle Angst jetzt, oder was? Hey Delson, mir fällt gerade ein, die DOPs haben doch alle Betonkräfte, stimmt's? Also musst du sie nur einem von ihnen abzapfen und wir können nach Hause. Ich würde sagen, rein theoretisch ja. Wenn das nicht klappt, heißt das, du hast dich geirrt und wir können trotzdem nach Hause. Was ist bei dir hier los? Gut, dass sie da sind. Welche soll ich jetzt kaputt machen? Hallo? Hä? Wo, hier oder was? Nee, ach, da hinten ist noch einer. Ja, finde ich auch. Eine Scherbe eingesammelt, zwei Upgrades, hier haben wir noch mehr Scherben. Fünf Upgrades verfügbar. Gibt's irgendwie noch mehr Scherben irgendwo? Da ist noch eine. Vier von fünf haben wir. Wo könnte es hier dann noch mehr Scherben geben? Hier hinten vielleicht irgendwo. Da ist noch eine. Perfekt. Das fühlt sich gut an. Gucken wir mal nach den Upgrades. Kräfte, Rauch, Rauch. Nahkampf, Sprintangriff. Böses Karma benötigt. Gutes Karma Stufe 3 haben wir jetzt wohl noch nicht. Was ist das? Gesperrt. Schwefelvolltreffer. Können wir das skillen? Ja, das haben wir jetzt. Gut gezielte Rauchschüsse, R2, lassen Feinde unkontrolliert husten. Hustende Feinde können mit Dreieck besiegt werden, um gutes Karma zu erhalten. Das hört sich doch schon mal gut an. Doppelluftsprint. Das machen wir. Das lohnt sich voll. Können wir weitere Strecken überbrücken. So, dem großen Dub-Agenten Kräfte entziehen. Der war doch hier hinten irgendwo. Kriegen wir die weg? Nützt nichts. Ah, Mist. Und? Hat's geklappt? Nee. Ah. Kann ich gerade nicht sagen, Mann. Hier kommen DUPs aus allen Richtungen. Dann nichts wie weg da. Ja, toller Rat. So, die haben wir kaputt gemacht. Okay, was jetzt? Mobile Dub-Kommandozentrale zerstört. Viertel Belohnung, Queen N, Nebenmissionen jetzt verfügbar. Auf Karte angezeigte Explosionsscherben, Queen N Respawn-Punkt freigeschaltet. Der Kampf um
Die Befreiung von Queen Anne hat gerade erst angefangen, fügen sie den Duck-Truppen, Befestigungen und der Bewachungsausrüstung genug Schaden zu, um einen Viertelfinalkampf zu provozieren. Beseitigen sie das Duck, um ein Schnellreiseziel in Queen Anne zu bekommen. Mission abgeschlossen, was haben wir denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Hallo? Neue individuelle Jacke verfügbar. Wie machen wir das? Okay, Reggie, ich frag nur ungern, aber wissen deine Kumpels im Blau noch irgendwas über diese Kernrelais? Offenbar wurden die überall in der Stadt verteilt. Die Polizei von Seattle überwacht sie, weil die UP nicht verraten will, wo sie gut sind. Aber du kannst rausfinden, wo die alle sind. Klar, wie gesagt. Gut, schick mir ihre Positionen auf mein Handy. Wozu? Damit du noch mehr Kräfte abzapfen kannst? Nein, vergiss es. Wow. Mein eigener Bruder will, dass ich gegen die schlimmste Ultra-Mega-Bioterroristin überhaupt kämpfe. Mit schwachen Kräften. Das habe ich nicht gesagt. Ja, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren und sofort zu Augustine gehen. Das einfach hinter dich bringen. Machen wir mal alles kaputt. Okay, schon gut. Du hältst dich von Augustine fern und ich schicke dir die vielen Positionen, die ich kenne. Oh, das ist doch schon mal gut. Danke, Reg. Du bist der beste Bruder von allen. Nein, wenn ich das wäre, hätte ich dich daheim in Salmon Bay in einen Schrank gesperrt und den Schlüssel verloren. Wow. Ein Schrank ist zwar kein Hindernis für einen Conduit, aber nett, dass du mich einsperren willst. Ist auf jeden Fall eine gewisse Action zwischen den beiden. Man merkt, dass es Geschwister sind. Bin gerade echt ein bisschen überfordert. Kernrelais müssen wir finden, dann gehen wir doch mal hin. Oh, alles hier platt. Beziehungsweise auch gerade mal gucken, vielleicht können wir jetzt die andere Jacke anziehen. Nee. Nee. Wie können wir denn Jacken austauschen? Müssen wir hier drauf rumdrücken? Nee, nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie ich alternative Jacken anziehen soll. Oh! Wir probieren das einfach mal. Okay, wir haben die Scherbe. So, wo sind die Gegner? Da ist eine Kamera. Irgendwo hier oben. Hallo, Mr. Kamera. Die haben wir. Kommen wir noch weiter hoch? Hey! Reggie, das musst du sehen. Das DOP hat die Stadt völlig eingestampft. Alle Leute schauen sich nervös um und ziehen nur noch den Kopf ein. Ja, den Eindruck habe ich auch. Das Kriegsrecht. Man kontrolliert Stadt und Eingang. Ach, die Säue! Erst beide bricht. Okay, das haben wir aber kaputt gemacht gehabt. Das ist soweit in Ordnung. Reggie, das musst du sehen. Das DOP hat die Stadt völlig eingestampft. Alle Leute schauen sich nervös um und ziehen nur noch den Kopf ein. So funktioniert das. Was ist denn das? Man kontrolliert Einwohner, indem man zuerst beide bricht. Ja, Mann. Satzungsarmeen sind das Letzte. Das solltest du erstmal lieber für dich behalten. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon kaputt machen sollten oder nicht. Ey! Jetzt haben wir die Fähigkeit benutzt haben, oder was? Drecksau. Solange du keine Fähigkeit anwendest, alles cool. Sobald du hier sagst, okay, ich mache jetzt hier einen auf dicke Hose, hast du voll Pech gehabt. Okay, der ist im Eimer. Sehr schön. Wo ist das Fliegeding? Natürlich ist nicht mehr da. Super gut. Ah.
Hier, euch mache ich platt, ihr Säue. Komm. Auch auf den da geht's drauf. Da war zwar noch einer, aber der können wir helfen. Zivilist gerettet. Was ist bei dir los? Auch alles klar. So, hier hast du was. Hier muss irgendwo so ein Ding sein. Über uns wahrscheinlich. Oh, das sieht doch gut aus. Hallo, Dach. Hey, Reggie, die Kernrelais auf dem Weg hierher müssen durch die Zerstörung aufgebrochen sein. Das hier ist ziemlich gut versiegelt. Ich glaube nicht, dass das DUP dir die Schlüssel gibt, also wirst du sie wohl aufbrechen müssen. Du Trickser! Zum Glück kenne ich inzwischen ein paar coole neue Brechen. Tot oder was? Laber nicht durch die Explosion von dem Dingens oder wie? Ich flipp nur aus. Verarsche hier, verarsche. Ich hab so das Gefühl, das wird eine ganze Ecke dauern, bis wir das hier komplett geschafft haben. Aber immerhin der Fortschritt wird gespeichert und ist wohl scheißegal, wie oft man stirbt. Immerhin etwas. Das Problem ist, dass die so stark sind, die Kollegen hier. Ganz schön frech. So, ab zum nächsten. Wir haben es nicht geschafft. Einen aber kaputt gemacht. Gucken, was wir für eine neue Fähigkeit bekommen. Oh, das ist natürlich praktisch. Vorsicht da unten! Interessiert hat sie nur nicht. So, doch jetzt aber. Hier, alles klar, Kollege. Nicht schlecht, was? Wollt ihr es nochmal sehen? Nee, das passt mir schon ganz gut. Wie geil das aussieht. Ich meine, guckt euch mal hier den Wasserregen an. Die Pfütze, also wie hier das ganze Papier langsam feucht wird und die Blätter, die Lichteffekte sehen super geil aus, also echt nicht schlecht. Oh, da hinten ist jemand was passiert, die retten wir mal. Oh, dem müssen wir helfen. Ah, ich habe gedacht, wir hätten den gut getroffen, aber das haben wir anscheinend gar nicht. Hier gibt's das Gesicht. Auch besiegt. Ist klar, mein Junge? Kein Problem, oder? Nee, ne? Was denn da? Ne, dass du auf den Druckstrohler willst, das fände ich nicht so gut. Was denn das hier überhaupt? Können wir die befreien? Verdächtige gerettet. Die tun die hier öffentlich einkerkern, oder was? Das ist so arsig. Hier hinten muss es irgendwo noch mehr geben. Das sieht aber so geil aus, unglaublich. Da ist eine Kamera. Oder? Das ist doch eine Kamera, oder was ist das? Das ist vielleicht ein Gespräch? Oh je. Will hier mal hochhüpfen. Jetzt sind wir doch kaputt gemacht worden, nur weil ich da rumprobieren wollte. Ah, Mann, Mann, Mann. Passt aber schon, dann gehen wir einfach hier rum weiter. Egal, hat keiner gesehen. Nichts ist passiert. Doch, die da vorne hat es gesehen, die rennt nämlich weg. Poem Tree, okay. Soll ja auch viele echte Geschäfte da sein, die jetzt in Seattle ansässig sind. Das finde ich wiederum recht spannend.
Oh, Entschuldigung. Seattle Center, okay. Mensch, Mann, du müsstest das hier sehen. Alles ist verlassen. Es gibt nicht eine Fähre mehr rein und raus. Das gleiche am Flughafen und am Bahnhof. Und jetzt, wo die Brücke hin ist, hat das DOP die Flucht. Glaubst du, das DOP macht das mit jeder Stadt, in die es gerufen wird? Das habe ich zumindest gehört. Wieso lassen sich Leute sowas gefallen? Weil, wenn es du kriegst auch. Die meisten nicht bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu opfern oder für das Streben nach Glück. Nee, das glaube ich nicht. Komm hier, du kriegst so einen mit. Aufladen. Das ist voll gut mit den Fähigkeiten gekommen. Oh, so eine Art Granate können wir jetzt werfen. Hier habe ich ein gutes Gefühl. Drücke L1. Wie schmeckt das? Was sie brauchen, ist sowas von ungesund. Der war schon gut. Was ist hier mit dem hier? War doch auch noch einer. Wo ist der hin? Ach, du lebst noch, oder was? Und ziehen wir mal den Rauch und machen gleichzeitig einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal bei Infamous Second Son.